Weiter kann es gehen mit Gartenpflege. Mit Gartenpflege. Ich habe hier halt den komischen Glibber da weggemacht. Ja. Ich blühe. Mein Leben blüht. Dein Leben blüht. Okay, ich mach den Rest nochmal weg. Oh, ihr habt noch nicht genug? Ah, Hack and Slay. Ich glaube, dafür hast du eindeutig die bessere Waffe. Ja. Mach dich weg. Sehr gut. Endgegner. Na also, es ist nur noch einer übrig. Würdest du mir die Ehre erweisen, May? Nein. Wir sind bei einem Arena-Kampf hier. Nein, Joy, vielleicht sind wir schon zu spät. Warte, Cody. Sei lieber vorsichtig. Joy, du lebst. Ist schon gut, wir wollen dir helfen. Hier ist Cody. Weißt du nicht mehr, wer ich bin? Die ist aber gar nicht enjoyed. Bin eine Tomate. Du bist eine Tomate, okay. Bam, Alter, guck mal, bam. Ich tu die Leute, ich tu die hier weg, Tomaten. Oh, oh, du musst das Ding wegmachen. Bam. Also ich sorge hier für Sauberkeit. Ich bin so eine richtige Fleischtomate, Mann. Wieso eigentlich Fleischtomate? Wieso können eigentlich diese doofen Fleischesser nicht einfach mal sagen, okay, es ist eine Tomate? Das kommt ja darauf, hat ja nichts mit Fleisch zu tun, aber man weiß halt dann, welche Tomate gemeint ist. So, verstehe. Das sind halt diese ganz großen, dicken, saftigen Weiße, wo das fast schon so... Ich glaube, das kommt einfach von dieser Masse an Fruchtfleisch, die das dann hat. Weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Willst du nicht mal langsam mal hier so zur Offensive gehen und Warum denn? Das macht hier voll Bock, hier weg zu Tomaten alles. Ja, aber, ich hab auch aber ich krieg, hier die ganze Zeit. Ich krieg auch schon die ganze Zeit so Beulen. Aber hier ist wieder Pfütze. Meine Tomate geht aber langsam kaputt. Kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Bam, bam, jetzt geht's richtig auf die Nüsse. Bam! Oh nein, da ist wieder Zeug. Ja, bam. Drauf. Oh, ich bin keine Tomate mehr. Tomatensaft. Oh. Du musst hier gießen? Gib mir etwas Wasser da drüben. Ich werde versuchen, Joy davon zu befreien. Was? Was? Ja, genau. Guck. Mensch. Mai, mach was. Wir haben noch nicht Juni. Was ist denn hier los?
Schneide raus! Aber ich komm, du musst die ganze Zeit Dreieck drücken, Mann! Ah. Ja, jetzt komme ich dran. Ah. Ich glaube, du hast zu wenig Dreieck gedrückt. Zu schön! Oh, ja, guck mal, jetzt haben wir schon fast Joy gerettet. Ja. Oh. Irre geworden. Gute Arbeit, Nate. Ich kann uns doch nicht ausruhen. Da wächst etwas aus dir heraus. Das sehe ich. Joy, wir wollen dich retten. Hör bitte auf. Ah. Voll am Stöhnen hier. Hört mich auf Porno. Oh. Nee. Hey. Hey. Ja. Oh. Scheiße. Warum sterben wir denn bei demselben beide? Das ist nicht okay. Wir müssen uns absprechen. Okay. Das ist aber auch so winzig, die Figur, ne? Also. Kann übrigens auch laufen, rennen, aber ich hab's vergessen. Ey. Und Bitch hier. Die Blumenkönigin. Ja. Garstiges Stück. Ja, sie ist wahrscheinlich das Stiefmütterchen. Ha! Oh Gott! Eine Kartoffel! Kartoffel! Pommes! Ey! Geil! Komm, pell mich! Ich bin eine Pellkartoffel! Oh. Pommes! What the fuck, der ist genau der. Auf hier rumzurotzen mit dem Scheiß. Ja, nicht los, brauchen wir zwei davon. Und wie du mit der Kartoffel immer drauf reinrennst. Ja. Jawohl. Ach, gleich eine Burg. Ich muss wieder gießen. Na dann. Easy, ne? Ich das nächste Stück abschneiden. Du bist stark, Joy. Ja. Aber ich werde tun, was am besten für dich ist. Hey, hier oben! Ich habe es wieder geöffnet! Ich glaube, wir machen Fortschritte. Deine erste Pflanze ist so stark. Das ist schon. Pflanze ist nervig. Was? Okay.
Oh no, das wird ja jetzt. Ah! Boah, ich tue mich mal mit der Figur. Das ist übel. Leben hier sonst. Ne. Ich verkackt. Was denn jetzt? Bist du jetzt eine Gurke? Eine Limette. Mette. Oder nochmal der gleiche Scheiß. Bam. Ich geb dir Saures. Ich bin eine Limette. Jawohl! Oh, nee. Oh, Mann. Oh, das laugt mich gerade wieder richtig aus hier. Gut, als Cody ist das hier mega abwechslungsreich einfach. Weil du mal eine Limette bist, mal eine Tomate. Ja, und dann kannst du noch in die Blume rein und dann diese Ausweichphasen, die finde ich auch alle cool. Ja, ich muss hier nur rumspritzen. Ja. Jawohl. Salat. Oh. Wie wunderschön. Ja, das ist es. Das ist echt schön. Scheiße, eigentlich hätte ich da. Nicht so ganz. Geht's dir wieder gut? Jetzt wieder, ja. Ich danke dir. Ach, das habe ich nicht verdient. Ich hätte dich besser pflegen sollen. Es tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig das Gärtnern für Cody ist. Jetzt verstehe ich es. Das freut mich. Aber du kannst nichts dafür, dass Cody das Gärtnern aufgegeben hat. Aber müssen Partner sich nicht ermutigen? Wie hätte ich denn weitermachen sollen, wenn May nicht an mich glaubt? Niemand kann dir deine Träume nehmen, es sei denn, du gibst sie auf. Es liegt ganz bei dir. Wirst du deinen Traum wieder aufgeben?
Ach nö. Also das Spiel hat schon auch ein paar, ich sag mal, philosophische Ansätze. Ja, das stimmt auf jeden Fall. War ganz gut jetzt, der Dialog. Ja, gehe ich auch von aus. Ich würde gerne wissen, wie viel Zeit in der Zeit vergeht. Weil die einfach, weil ihre Eltern nicht aufwachen. Als ob die da die ganze Zeit allein ist. Ja. Schnipsel Numero 3. Yay. Wie findet man seine Bestimmung im Leben? Durch, tada, Leidenschaft. Da waren wir doch schon mal. Leidenschaft? No, das war Codys Leidenschaft. Jetzt werden wir uns um deine kümmern. Meine? Ich hab keine. Jeder auf der Welt hat für irgendetwas eine Leidenschaft. Hat sie auch, ja. Singen. Oh no. Quatsch, Cody. Was? Ich würde dich gern mal wieder singen hören. Das war schön. Ich verstehe gar nicht, wieso du damit aufgehört hast. Weil ich erwachsen geworden bin. Damit kann man keine Rechnungen zahlen. Deswegen musst du es aber nicht aufgeben. Cody hat recht. Wenn du deine Leidenschaft aufgibst, gibst du auch einen Teil von dir selber auf. May, es ist Zeit für dich, sie wiederzufinden. Komm, macht euch bereit, den letzten fehlenden Schnipsel zu finden. Ich glaube, du fängst gleich an zu singen. Ja, wahrscheinlich Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken. Oh, ich freue mich drauf. Wow. Wie sieht's hier denn bitte aus? Ja, wir sollten den Dachboden wirklich mal aufräumen. Hey! Den Koffer kennt ihr doch hoffentlich noch, hä? Oh, ich glaube, das wird mir nicht gefallen. Ha! Tada! Oldschool, Baby! Wow! Willkommen in der Konzerthalle! May, es ist Zeit zum Singen! Oh nein, nein, ich kann nicht singen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gesungen. Ach komm, May. Er gibt uns den letzten Teil erst, wenn du gesungen hast. Also du kannst aber tanzen. Auf die Bühne und zeigst ihm, was du kannst. Mhm. Da kann ich doch nicht singen. Das ist mein alter Plattenspieler. Genau. Deswegen verwandelt ihr zwei ihn in eine richtige Bühne. Wir brauchen Licht, Lautsprecher und Mikrofone. Ehrlich, ich werde keine einzige Note singen. Doch, das wirst du. Nein! Lässt du das gefälligst, du blöden... May, das klingt fantastisch. Allerdings, Cody. Und du wirst dir helfen, ihre Stimme wiederzufinden. Thomas! Oh, cool. Das ist eine Snare? Jetzt macht euch auf die Suche nach Lautsprechern, Licht und Mikro. Ich hab ne Snare. Wo ist der Drumstick? Hey, May, du kannst das noch. Okay, bereiten wir die Bühne vor. Oh, ich wünschte, wir müssten das nicht tun. Ach, das wird schon sehen. Du hast eine tolle Stimme. Nicht? Okay. Ich kann nochmal singen und ich kann nochmal hier so... Ich gehe nicht auf die Bühne und mach mich zum Trottel. Okay. Spann dich. Ich bin dein größter Fan. Weißt du noch? Vor Urzeiten, ja. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Keine Sorge. Ich werde schon nicht lachen. Danke, Cody. Oh, Spielzeugautos. Mal wieder ein Rennen. Cody, hier drüben. Mega. Glaube ich, nur mal Gas geben, ne? Genau. Oh Gott, das sind doch die, die immer aus der Kurve fliegen. Ja. Oh, ich habe das Bedürfnis nach einer Niederlage. Ja, ich weiß. Oh, ich mache dich fertig. Oh. Hat von derselben Stelle rausgeflogen. Da wollten wir wohl zu viel, wa? Langweilig. Okay. Verdammt!
Das gibt's doch nicht. Du bist ganz schön langsam, ey. Ey. Nein! Mein Controller ist leer! Controller wechseln. Oh, hat geklappt. Oh, leck mich am Arsch. Meine Fresse. Okay, ich brauche eine Revanche. Okay. Alter. Ich habe gesagt, boah, läuft der richtig gut, dann fährt das Auto auf einmal nicht. Mann. Böse war das. Okay. Wie gut wir da beim ersten Mal bei derselben Stelle als erstes rauskommen. Ja. Der Controller ist ganz anders. Hilfe. Ach. Nein! Nein! Mein Controller ist... Och, nö. In der Geschwindigkeit liegt die Kraft. Ja! Oh, ich... Cody, was? Ich hab dich doch noch in der letzten Kurve überholt. Halt! Es war so knapp. Alter Vater. Boah. War das eng. Das war so knapp. Ich bin so durch die Dinger gehalten. Ich dachte eigentlich auch, dass ich aus der Kurve fliege, aber ich hatte Glück. Okay, okay, okay. Ist ein Mixer gefallen? Ich bin, hab den Mixer angemacht und bin reingesprungen. wo ist die Waage? Hier oben. Ah. Okay, okay, ich komm mal hin. Und wie viel wiegst du? 152,31. Leicht, aber robust. Gefällt mir. Was haben mir die Spieler hat Spaß gemacht, auch wenn das zweite Rennen echt krass war. Ja, das ist ein witziges Spiel gewesen, das stimmt. Was ist das denn? Ach, diese endlose Maschine. Ist die nicht? Nee. Einfach so eine Maschine, die den Kasten einfach wieder zumacht. Ehrlich? Ja. Wie doof ist das denn? Warum? Ja, das ist... Manchmal macht die es auch einfach nur zufällig und dann gibt es so Kästen, die dann ab und zu mal ganz nur minimal anheben, einfach nur reingucken und dann ganz schnell zumachen. Ist mega. Ich liebe diese Dinger. Damit kann man sich beschäftigen. Total. Ja, also, ja. Warte mal, ich will mal da reingehen. Geht das? Okay. Maschine. Ja. Die kleinen Freuden des Lebens. Ah, da unten ist der Backstage-Bereich. Ah. Dass die eine Carrera-Bahn in das Spiel gemacht haben, das ist ja unglaublich. Ja. Ich habe die Dinger dort geliebt. Ja. Schade, dass man heute sowas heutzutage nicht mehr spielt. Ja. Was einfach ist, einfach nur
Gas geben und dann. Ja. Und aus der Kurve fliegen. Ja. Dann hat sie noch manipulierende Katzen in der Wohnung, die dann die mit den Autos gespielt haben und du denen dann hinterher rennen musstest, um die wieder auf die Bahn zu setzen. Eieiei, halt deinen Mund. Ja. Ich glaube, jetzt hier musst du mit deiner Stimme die Welt bewegen. Achtung! Schrei! Wie heißen nochmal diese Schreie von den. Von Tokyo Hotel? Also. Nee. Quatsch. Mein Alter. Ich weiß. Wir haben auf jeden Fall die richtigen Charaktere genommen. Gefällt dir, ne? Naja, mir hat der Garten halt eben besser gefallen für mich persönlich als. Ja, ich fand das Spritzen sehr langweilig. Fand's aber irgendwie schöner als diese Musik. Und du hier mit Stimme und sowas, das ist. Boah, das ist. Oh. Mag auch Aristocats nicht. Kommst du auf Aristocats? Weil die auch die ganze Zeit singen. Oh. Ah. Guck dir den Scheiß doch mal an, ey. Ey! Muss die CDs alle anheben. Mit der Kraft der Stimme. Bist du im Stimmbruch oder warum klappt das nicht? Was ist hier? Boah, voll am Rumjaulen, ey. Verstehe ich das jetzt nicht? Ich muss doch da auch rüber, oder nicht? Weiß man ja noch nicht. Wie kann ich jetzt dann anderen anheben? Ich verstehe es noch nicht. Wie kann ich jetzt das hintere anheben? Krasse Gitarrenriffs. Bam. Vielleicht solltest du auch erstmal mit Doremi anfangen. Oh, Sole mio. Ja? Yes? Versteh's noch nicht. Okay, der Michael hat seinen Endgegner gefunden. Ja. Versteh's echt noch nicht. So, ich meine, ist ja schön. Ich muss doch da irgendwie auch mit rüber. Was kann ich denn im. Ja, singen und springen, okay. Da. Ach, ich dachte, ich müsste stehen bleiben, okay. Kannst. Ja, man muss. Die Sänger laufen auf der Bühne ja auch beim Singen. Ja, aber. Oh. Wie doof ist das denn? Na, na, na. Boah. Ruhe. Ich glaube, meine Gehirnzellen sind irgendwie durch den Wind. Das ist eine Jukebox. Oh nein, jetzt auch noch ins Mikro brüllen. Oh. Oh Gott. Hilfe! Nein, ich bin außer.
Brüllen! 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 So, was hat doch geklappt? Nee, bei mir nicht. Zu langsam halt, ne? Das hat's geklappt. Jetzt? Egal. Hat gezählt. Ja, ich jetzt, ja, der Hammer. Oh, Jukebox, Alter. Rein mit dem Geld. Ja, ist klar. Alter. War schon ganz chillig, Musik. Opa, wenn du mich hörst, ich verspreche, sie nicht zu zerstören. Das sind die The Rolling Brothers. Nee, Boulders. Jetzt jaulst du auch noch zu der Musik. Das wird ja das schlimmste Kapitel der Gaming-Geschichte. Das ist mega. Naja, ein Albtraum. Mein Ding hier, mein Ding. Ganz schlimm. Oh. Jo. Oh Gott. Alles kaputt meiner Stimme. Aber immer nur diese. Jo, warte mal. Nein. Müssen die Lautstärke ja hochdrehen. Oh Gott. Meine Fresse. Alter. Was ist denn das jetzt schon wieder? Gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt die Lautsprecher verdient. Oh. Klasse. Dann kannst du uns ja jetzt hier rauslassen. Noch nicht. Noch seid ihr nicht fertig. Euch fehlen noch die Mikros und die Scheinwerfer. Woohoo! Oh, das könnte heiß werden. Du darfst zuerst, Cody. Das ist zu gütig. Oh, wow, wow. Lass mal für mich den Block mal. Super nett, danke schön. Ach so, okay. Wo wollen wir denn zuerst hin? Also muss ich je nachdem gelb, rot. Ah, mach mal B, also gelb. Also B. Ach
so, aha. Okay. Mhm. Wo wollen wir denn hin? B. B. Hä? Dann D. Das gilt schon wieder andersrum. D. Ja. Ja, nochmal. Ja. A. Wo ist im Teufel das A? Da. Jo. Wolltest du wirklich ein A? Ja, ich brauchte ein A. Nur das geht so. Das weißt du, wie. Hast du mal gesehen, wenn du da reinbrüllst, wie schnell das die Plattform auf einmal weg ist? Mach mal A. Ja. Okay. Nein, warte noch. Ich muss einfach. Ist doch gut. Okay. Du musst doch wie einen Schildblock machen, ne? Ja. Mhm, wollte ich ja machen. D? Nee, doch. D? Dann noch ein A. Genau. Hey, das ist echt gruselig! Superhelden dürfen nicht ängstlich sein! D? Okay. Ja. Stopp. C? Das C zum Teufel. Nein. Hm? Ja, und D. Puh. Nein! Wo bin ich denn? Ich glaube, das war falsch. Echt? Rudy, hier drüben! Oha. Yes! Das ist bescheuert. Mann, was machst du? Hilf. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Vorher springen so. Hey, hey, hey. Das Gejaule.
So, muss ich da hin? Ich würde sagen, also bin mir nicht sicher. Ja, ist ja ein blauer Kreis, ne? Kassettendeck. Wie viel mehr das rein? Das heißt, es ist da. Ah, warte, bleibt raus. Oh, wow. Nein, was tust du? Deine Stimme bringt alles zum Absturz. Deine Stimme befreit uns hier. Liebliche Stimme. Oh je, was ist das da jetzt? Du musst wieder springen. Bin ich ja glücklich. Ich kann mir ja nichts. Bin ich gut. Was? Boah, ich bin DJ. Yeah. Ich bewege die Scheiben. Bam, bam, bam. Hauptsache, du hast Spaß, ne? Auf jeden Fall. Das war's jetzt du selber, würde ich sagen. Falsche Richtung. Das ist ja total krass. Oh, das ist ja übel, ey. Ich dachte, ich mach's ja schneller und... Ich bin doch stehen geblieben. Nein, das ist halt voll schwer zu steuern, weil die beginnen langsam, ja, so. Nein, wirklich. Ich drehe ganz halt gleich schnell. Am Anfang geht das so langsam und am Ende wird das dann so. Das beschleunigt dann erst noch. Scheiße. Oh, das ist ja... Ja, ist ja ein Traum. Nicht im Blitz, nicht im Blitz, nicht im Blitz. Oh. Alles geplant, ich hab den Blitz gar nicht gesehen. Ich kann drüber oder soll ich dann runter lieber? Nein, nicht. Wie immer. Oh Mann, ey. Das... Wei! Ist das dumm? Nein! Oh! Ist, der kam von oben ja auch, hab ich gar nicht gesehen. Oh Gottes Willen, ey. Ich weiß gar nicht, welche Richtung ich drücken muss, damit was passiert. Nein, falsche Richtung! Oh nee. Okay. Nein, nein! Boah, das ist so schwer! Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Das, ach so, ich muss jetzt. Ne, weiter geht es nicht. Warte. Blau muss auch weitergehen jetzt. Der blaue geht nicht weiter. Der rote geht nicht mehr weiter. Okay. Kommt doch wieder was hoch? Nee. Da kommt nichts mehr hoch. Okay. Oh, meine Güte. Was? Hey, okay. So einfach geht das. Ja. Das erste stimme ich dir zu, aber beim zweiten da, das war eine Vollkatastrophe. Vor allem bei dem roten Balken, der auf einmal nicht weitergegangen ist mehr.
Was ist das? Ist das ein Mikrofon? Ich glaube schon. Gut. Das Buch sagte, wir brauchen Mikros für die Bühne. Alter, Mikroboss. Was macht er denn? Ach, das soll eine Kobra sein. Die Mikrofone. Du betörst die sozusagen, damit die nicht angreifen. Wie diese in Indien da, diese Flötenspieler so, mit den Körben. Ja, okay. Ach hey. Wird ja immer besser hier alles. Nein! Du musst sie doch betören! Oh. Ja, bin ich dabei. Hallo? Keine Energie hat zum Betören. Ja. Stunk? Oh, du musst wieder. Du musst nochmal zurückkommen. Was? Nein, ne? Ich jetzt? Ich war beim ersten Mal, glaube ich, zu weit vor dir und dann hat die mich gefressen und jetzt frisst die mich immer, sobald ich hier vorbeikomme. Verstehe. Hey. Ah. Ja, komm, mal langsam hier. So, jetzt war. Lass mich mal kurz mal aufladen hier. Mhm. So. 1, 2, 3. Nein! Nein! Da ist mir fast die Luft ausgegangen. Wow! Was war das? Hey, Cody! Ist das ein Richtmikrofon, ein Kondensatormikrofon da? Wow! Was geht hier jetzt wieder ab? Oh! Alter, wo, was für Effekte hier überall. Oh. Ah, der Einzige. Okay.
Yay, wir reiten auf der Schlange. Du hast noch links gesagt, sonst wäre ich auch rechts gelaufen. Oh nee, ey. Was ist denn hier? Oh, was? Oh. Easy going. Das war eine Ecke zu knapp für meinen Geschmack. Ha! Gut gemacht mit dem Mikrofon. Mikrofon? Das war eine übergroße Schlange. Die uns um ein Haar getötet hätte. Aber ihr habt's geschafft. Und dafür, boom, bekommt ihr die Mikrofone. Gratulation. Yeah! Jetzt fehlt euch nur noch das Licht. Immer schön weiter so. Na komm. Hey. Was? Ne? Also. Ah, da geht's rein. Was ist denn hier los? Das tue ich hier alles. Warte. Spiel. Echt. Oh. Oh, May, sieh dir das an. Der Spot da ist nur für dich. Nein, danke. Ach komm schon, May. Du hast deinen Platz im Rampenlicht verdient. Nein, Cody. Ich fühle mich wohler, wenn ich den Spot bediene. Also runter mit dir. Ja, schon gut. Oh no. Dann sind das wohl meine 15 Minuten. Mann, ist echt dunkel hier. Hey, 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 Scheinwerfer auf mich. Ich hab ein Auge auf dich, Cody. Auf weiter. Denn. Ja.
Wow. Wir machen Fortschritte! Kann ich hier bitte etwas Licht haben? Hey! Was ist mit unserer Zusammenarbeit? Zurück. Was ist? Nach unten. Oder ich weiß nicht, was das rechts ist. Was ist das da? Oh Gott. Ach, da drauf. Okay. Ah, du jetzt musst da drauf leuchten. Okay, damit hast du den Weg weitergemacht. Okay. Komm mal weiter. Oh nein! Das war Reaktionen. Ja, du musst das wieder anleuchten, damit das hochgeht. Oh, May, zwei Lichter? Hä? Sicher, dass du das schaffst? Glaub mir, damit werde ich fertig. Alles klar, ich vertraue dir. Ich muss mal kurz gucken. Geht es weiter? Hinten rechts bei dem Ding leuchten. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, easy. Was denn da jetzt? Jetzt müssen wir mit beiden Lichtern weg. Wo ist das Licht? Ups. Das hat noch eine Aura, was Schaden macht. Hey, ich sehe einen Lichtschalter. Aha. Boah, das war aber anstrengend. Oh ja! Mein fantastisches Coaching hat aus euch ein stärkeres Team gemacht! War's das schon mit denn? Das Licht! Echt? Okay, das, ja, fix. Cody? Ja, kein verleuchtendes Mikrofon, ne? Ne. Hey May, sieh mal! Gefällt's mir! Was können wir noch gebrauchen? Ich werde da auf gar keinen Fall hochgehen. Bitte, May. Du hast es geliebt zu singen. Ach, das war doch nur ein dummes Hobby. Nein, es war eben kein dummes Hobby. Deine Auftritte waren vor richtig großem Publikum mit Musikern und was dazu gehört, weißt du noch? Ha! Danke, Cody! Das hat uns gefehlt! Die Musiker! Jetzt! Ha! Geht und findet ein Orchester! Kannst du bitte aufhören, ihn zu ermutigen? Ja, ist ja gut. Wenn du singst. Ei, ei, ei. Prima.